Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Strickeria, ein Berliner Podcast mittlerweile aus Brandenburg. Ich bin Alicia und ich begrüße euch heute in einer Ecke, wo ich sage, hier stimmt heute das Licht, heute mal im Stehen. Ich möchte euch gerne zuallererst mal dieses Projekt zeigen, was ich beim letzten Mal vergessen habe, was ich auch in den ganzen Wintermonaten ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe, weil ich so gut wie gar nicht daran gestrickt habe. Und ich habe mich jetzt schon mal so ein bisschen positioniert, damit es gleich nicht zu laut wird für euch im Mikrofon. Ihr seht hier meinen Stehkragen, den ich gemacht habe. Hierzu ist zu sagen, dass in dieser Seite die Knopflöcher sind. Ich bin ja Rechtshänderin, das heißt, hier sind die Knopflöcher richtig. Und dann habe ich an dieser Jacke, die ja aus wundervoller Alpaka-Seide ist, habe ich dann, warum auch immer, hier mit den Knopflöchern weitergemacht. Das heißt, hier sind jetzt die Löcher, hier kommen dann die Knöpfe ran. War so nicht geplant und ist ein Fehler, aber Fehler kommen bei mir ja doch nun mal sehr oft vor. Ja, und dann habe ich mich ab diesem Teil so sehr auf dieses Bündchen gefreut, dass ich ab hier gar keine Knopflöcher mehr gemacht habe. Also es ist schon wieder, wie es immer so ist bei mir, aus Aufregung, aus Vorfreude, auch so ein klitzekleines Pleiten, Pech und Pannenteilchen geworden. Ich habe jetzt, bin jetzt dabei, ich habe mir gesagt, es wird ein kurzes Teilchen, was man auch mal zu einem Kleid oder über einem Bleistiftrock oder einem Petticoat tragen könnte. Und taste mich jetzt hier ganz vorsichtig vor, mit den Ärmeln. Komischerweise ist es für mich gerade total langweilig, die Ärmel zu stricken, was ich eigentlich total gerne mache in der Runde. Ich habe hier, wie ihr seht, noch die Nadeln drin. Und irgendwie komme ich gerade sehr, sehr schlecht vorwärts. Es ist halt eine wunderschöne Wolle. Ich möchte es gerne tragen. Es ist halt auch so auf Maß geworden und sitzt mal wirklich so toll, wie es mir gefällt. Aber ich werde nicht fertig. Und ich habe jetzt die letzten beiden Knäule. Ich verstricke ja doppelfädig. Das heißt, ich taste mich jetzt hier ran. Man könnte es auch abwiegen. Aber ich gehe jetzt nach und nach immer so in 20 Reihenschritten, gehe ich immer hier weiter und dann da weiter. Und habe dann aber von dem Pink noch ganz viel und eventuell ja, wird der Rest des Ärmels dann eben pink. Uni pink, auch nicht so wie hier mit dem Braun abgewechselt, sondern pink. Ja, mal sehen, wie es wird. Ich wollte euch nur sagen, das Projekt gibt es noch. Es ist einfach irgendwie anstrengend, der Ärmel. Ich weiß nicht warum. Und jetzt setze ich mich wieder hin und dann geht es gleich weiter mit den beiden Karls, die aktuell laufen. So, ihr Lieben, dann machen wir mal im Sitzen weiter gemütlich vor meiner immer noch relativ neuen Wand, die ich total feiere. Mein erster eigener Nähplatz in einer Wohnung, an dem ich ganz, ganz viel Freude habe. Ich wollte euch jetzt erstmal einen kurzen Überblick verschaffen. Ich würde euch gerne meine Fortschritte von den beiden Karls als erstes zeigen. Das ist einmal, sind es die Handschuhe aus dem Double Knit Projekt. Dann ist es die Decke, also aus meinem unverbindlichen Deckenkarl, der dann anfängt, wann ihr Lust habt und der dann endet, wann ihr Lust habt. Ich bin relativ weit gekommen, werdet ihr dann auch gleich sehen. Dann möchte ich euch heute noch eine Herrenstrickjacke zeigen aus einem Filati-Heft, aus einer Classici-Zeitschrift. Und ich habe eingekauft. Und ich habe zugeschlagen und hatte ein ganz, ganz tolles Angebot für Rowan Tweed Wolle und habe ja immer noch so ein bisschen im Hinterkopf mein Colorwork-Projekt gehabt. Also von daher, ja, das erwartet euch heute, also so ein bisschen mehr die Fortschritte als wirklich neue Sachen. Und ich fange jetzt mal an mit dem Double Knit Projekt. Möchte an dieser Stelle erst noch mal ganz lieb die Christiane grüßen. Christiane hat sich ganz, ganz viel Mühe gemacht und hat das Projekt und die Anleitung für uns gefunden und ist auch die, die wirklich verstanden hat, wie das Ganze funktioniert, die uns
ja, ein bisschen sozusagen vorgestrickt hat und die ganz tolle Lösung für die ein oder andere Frage gefunden hat. Also Christiane, ich grüße dich ganz, ganz herzlich und es wird in der nächsten Folge nochmal einen Überblick geben, von allen, die mitgemacht haben, von allen, die ja einfach über sich hinausgewachsen sind und etwas geschafft haben. Da wirst du sicherlich ganz, ganz viel Freude dabei haben, das auch nochmal so im Überblick zu sehen. Ich hatte mich für die Baby Merino von Drops entschieden in Schwarz und Beige. Und die Farben hatte ich euch schon gezeigt. Also ganz klassisches Schwarz, ganz klassisches Beige. Und ich habe den Großteil meines Projekts mit diesen Metallnadeln gestrickt. Und ich meine, dass das Adi-Nadeln sind. Ich will mich jetzt aber nicht festlegen. Die habe ich mal im Wollewerksverkauf in Stolberg mitgenommen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie die Qualität ist. Ich finde sie schön, weil sie in Gold sind und das sind 2,5er Nadeln. Finde ich toll, dass man die als Rundstricknadel kommt und da bin ich super mit durchs Projekt gekommen. Wir haben uns inzwischen, gibt es eine WhatsApp-Gruppe mit mehreren Teilnehmern, die alle auch einen unterschiedlichen Wissensstand zum Thema Colorwork haben. Und deshalb fasse ich mal so ein bisschen zusammen, was jetzt hier bei dem Projekt so ein bisschen die Schwierigkeiten waren. Ihr seht jetzt hier meinen allerersten Handschuh, der noch nicht ganz fertig ist, weil ich gerade noch am Daumen bin. Und ich hatte mit meinen Farben, also ungefähr ja, dreimal angeschlagen. Man muss erstmal sich mit dem Anschlag befassen, dann muss man schauen, wie kommt man mit der Fadenhaltung zurecht. Jede Masche im Chart sind 2 Maschen auf den Nadeln, also einmal die Vordergrundfarbe und einmal die Hintergrundfarbe, dann in der Kontrastfarbe. Und ich persönlich muss sagen, hätte ich nicht schon mal Colorwork gestrickt, wäre ich so ein bisschen dran gescheitert. Das wäre für mich eine Herausforderung zu viel gewesen, weil man muss schon sehr mitdenken und man muss einfach die Fadenhaltung beherrschen. Und man kommt ohne Maschenprobe nicht aus. Es war ganz interessant. Also wir haben alle auch unterschiedliche Wolle genommen, wobei die Baby Merino sich nicht so sehr von einem normalen Sockengarn unterscheidet. Und wir haben wirklich alle, wir sind alle auf eine andere Maschenzahl gekommen nach der Maschenprobe, was ich auch super interessant fand, weil wenn ich mich an eine Anleitung neu rantaste und zum Beispiel die Wolle kaufe, die dort angegeben ist, dann denkt man ja immer, dass es sich gar nicht so sehr unterscheiden kann zu dem, was man dann macht. Dann geht man vielleicht eine Nadelstärke rauf oder runter. Bei mir war es so, dass ich statt mit 48 Maschen dann letztendlich mit 30 begonnen habe, was ich einen Riesenunterschied finde, was sich natürlich auch beim Muster bemerkbar macht. Und genau, was jetzt für mich so die Herausforderungen waren in dem Video für den Anschlag, da ist es so, dass man natürlich gucken muss, okay, was ist jetzt bei mir die Hauptfarbe, was ist bei mir die Hintergrundfarbe? Und das Ganze wird dann nicht in der zweiten Reihe zurückgestrickt. Doch, Entschuldigung, man strickt einmal diese Reihe zurück und schließt dann zur Runde. Das heißt also, ich habe jetzt, sage ich mal, hier einen schwarzen Faden und hier habe ich einen beigen Faden. Das heißt, den schwarzen würde ich zuerst stricken. Dann ist schwarz meine Vordergrundfarbe und beige die Hintergrundfarbe. Und in dem Moment, wo ich das Ganze umdrehe, ist es natürlich verkehrt rum. Also das muss ich sozusagen vorher mir im Kopf überlegen, dass ich, wie gesagt, nach dem Anschlag, wenn ich den gemacht habe, das Ganze nochmal drehe und dann erst zur Runde schließe. So, und dann geht's halt hier los mit diesen kleineren Sternchen. Und dann ist es so, dass immer nur da, wo ein Muster im Projekt ist, immer nur da sind diese beiden Schichten miteinander verbunden. Das heißt also auch bei mir im Innenteil sieht man, dass manchmal, ihr seht es hier schon, da ist das Maschenbild zum einen nochmal anders und
Ich kann es schlecht beschreiben, aber es ist dann, ja, es sind halt die zwei Lagen übereinander, die eben kaum verbunden sind, die sich auch nicht so schön miteinander einhergehen. Und wir haben dann zur Sicherheit, haben einige von uns kleinere Müsterchen auch zwischendurch mal gestrickt, um das Ganze zu verbinden. Und hier bei diesem Handschuh ist es halt so, dass es eigentlich nur auf dem Handrücken ein Muster gibt. Ich habe hier auch einen anderen Stern genommen als in der Anleitung, weil ich eben eine viel kleinere Maschenanzahl hatte und das Muster sonst überhaupt nicht zustande gekommen wäre. Und dann habe ich einfach diese kleinen Sternchen, habe ich dann hier nochmal verwurstet und genauso hier einfach, damit die Lagen hier nochmal miteinander verbunden und fixiert sind. Dann habe ich hier oben elastisch abgekettet mit beiden Farben. War jetzt für mich völlig in Ordnung, war meine eigene Lösung, auf die ich Lust hatte. Eigentlich kettet man mit einem klassischen Maschenstich ab. Den mag ich überhaupt nicht. Dann hat man natürlich die Chance, dass es so schön wird wie hier unten. Aber ich habe es dann einfach so gemacht. Ja, und wie ihr seht, jetzt kommt noch der Daumen bei mir. Und dann kann ich irgendwann mit dem zweiten anfangen. Bei uns in der Gruppe ist es so, die meisten waren jetzt froh, dass der erste erstmal fertig geworden ist, haben dann auch anderen Projekten wieder Vorrang gegeben. Und heute ist es zum Beispiel bei uns so warm oder wir schlafen auch nachts schon mit offenem Fenster. Man hat schon so ein bisschen Frühlingsgefühle und irgendwie, ja, ich hoffe, dass ich dann den zweiten auch wirklich hinterwegs anschlage. Zumal bei allen der zweite Handschuh nochmal anders geworden ist, also entweder lockerer oder fester, weil man dann schon wieder ein bisschen mehr Übung hat und das Ganze schon wieder anders strickt. Ja, ich würde sagen, vom Schwierigkeitsgrad auf einer Skala von 1 bis 5 war das für mich eine 4. Und irgendwann ist man drin und dann macht es wahnsinnig viel Spaß. Und das ist eines der schönsten Strickarten, finde ich, die es gibt. Ich kann mir auch super gut vorstellen, da einen tollen Schal zu machen, der eben keine Rückseite hat. Und man hat, ja, also ich habe dieselbe Fadenhaltung wie beim Colorwork, obwohl man dann die Fäden nochmal anders behandelt und benutzt als beim Colorwork. Und mir hat es super großen Spaß gemacht. Wir werden jetzt irgendwann nochmal, denke ich, ein Abschluss-Zoom-Meeting machen, wo wir alle nochmal unsere Fortschritte präsentieren. Und dann, ja, werde ich die Teilnehmer bitten, ob ich die Fotos hier auch im Podcast zeigen kann, damit ihr eben auch die schönen Unterschiede und die Vielfalt seht. Das war schon auch schön, dass dann irgendwie doch jeder Handschuh anders aussieht, obwohl jeder dieselbe Anleitung hat. Das hat großen Spaß gemacht. Habe ich noch was vergessen? Nein. Also ich würde sagen, das war's. Ich werde dann auch beim Daumen werde ich dann so abketten, dass es ein bisschen gleichmäßig aussieht. Und ja, dann kommen wir auch schon zum Deckenkral, zum Decken-Knit-Along, der mir immer noch großen Spaß macht. Und weil ich den neulich so schlecht hier ins Bild halten konnte, die Decke, habe ich vorher für euch einen kleinen Film gedreht und dann könnt ihr euch da einmal in Ruhe anschauen, wie da der Stand der Dinge ist. So ist im Moment der Stand der Dinge. Es wird mal bald ein paar neue Nadeln geben. Das Band reicht schon kaum noch mehr. Und ich bin jetzt, habe fast die 1 Meter erreicht und wollte euch super gerne noch einmal zeigen, wie das Ganze begonnen hat. Und zwar fängt man mit diesen Streifen an und strickt ihn von hier nach dort. Dann wird hier abgekettet und dann werden diese Maschen angeschlagen. Und jedes Mal strickt man dann 7 Reihen hoch. Also ich habe mich für 7 entschieden, weil ich mag die Zahl so gerne. Und dann strickt man an diesen Rand weiter, wieder mit der Kontrastfarbe. Und wenn die dann ein Stück weit hochgestrickt ist, wie man möchte, oder bis der Farbwechsel kommt, dann wird hier abgekettet. Und dann, ja, also das ist eigentlich so,
Nee, doch, ist richtig, weil das und das hat ja schon existiert. Also, hier wird abgekettet, hier oben. Und dann kommt hier an diese Seite wieder die Kontrastfarbe. Nach 7 Reihen strickt man dann hier weiter, kettet hier ab und dann kommt die Kontrastfarbe so ran. Dann strickt man hier weiter, dann kettet man hier ab, dann kommt hier die Kontrastfarbe ran. Also das wollte ich euch so gerne nochmal zeigen, wie dieses Muster wächst und warum das so ein bisschen süchtig macht und Spaß macht. Und was vielleicht auch noch interessant ist, ich bin immer noch bei der Kontrastfarbe. Das ist ja für mich so ein bisschen die Kontrastfarbe, dieses Apricot. Da bin ich immer noch im ersten Bobbel. Und hier bei dieser Farbe, habe ich jetzt mit dem zweiten angefangen. Die ganze Decke ist ja immer kraus rechts und ich habe jetzt hier angefangen, nochmal so ein bisschen so ein unruhiges Rechts-Links-Muster ranzustricken. Das rollt sich im Moment auch noch ein bisschen. Und das geht jetzt einmal quer rum. Also da oben kommt es nochmal ran und da kommt es nochmal ran. Und dann habe ich ja so ein paar diagonale Sachen, die so ein bisschen unruhiger sind. Danach geht es sicherlich erstmal wieder in glatt rechts weiter. Und irgendwann möchte ich gern auch nochmal ein Perlmuster haben. So, fürs nächste Projekt habe ich euch noch mal ein bisschen weiter weggestellt. Ich hatte gehofft, dass ich schon fertig bin mit meiner Sheep-Happens-Jacke. Ich hatte ganz in Ruhe ja mein Strickstück nach dem Stiken, nein, vor dem Stiken gesichert. Dann habe ich es gestiekt und dann habe ich diese Kante nach innen genäht und geschlagen und so ist jetzt leider der Stand der Dinge geblieben. Ich habe, wie ihr hier sehen könnt, habe ich Zunahmen gemacht. Das heißt, ich komme jetzt nicht auf den Fachbegriff, Wortfindungsstörung. Ich habe mit verkürzten Reihen gearbeitet, um vorne die Länge auszugleichen, die man vielleicht durch den Oberkörper braucht. Hat sich erstmal als falsch herausgestellt. Und ich war ganz, ganz stolz, dass ich dieses Himmelblau gefunden habe, was ich finde, was sehr gut passt zu der Jacke. Und leider ist der Reißverschluss zu groß. Ich bin mit der Jacke zum Karstadt gegangen und habe den Reißverschluss rangehalten und es hat nicht sollen sein. Ich weiß nicht warum. Jetzt ist der Stieg innen eingeschlagen, ist abgenäht. Hierzu ist noch zu sagen, ich habe den nicht mit der Nähmaschine genäht, sondern ich habe den von Hand so vernäht, dass man sozusagen außen nichts sieht. Ja, also bis auf hier eine Umschlagskante, aber es ist eben keine Kante, die man hier komplett durchgenäht hat. Ich bin nach wie vor echt stolz auf mein erstes Colorwork-Projekt und ja, ich hatte Respekt vor dem Reißverschluss. Jetzt muss ich erstmal einen kürzeren kaufen, der dann wirklich auch passt. Und dann hoffe ich, dass ich ihn vernünftig eingenäht bekomme. Weil diese doppelten Schichten, die unter die Nähmaschine zu bringen und den Reißverschluss sauber einzunähen, da habe ich echt Respekt vor. Da bin ich mal gespannt, wie mir das gelingt. Und ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, aber das ist sozusagen hier der Stand der Dinge. Und dann kommen wir noch zu meinem Tuch. Da habe ich euch auch ein ganz kurzes Video vorweg gedreht, dass ihr da auch auf dem Laufenden seid. Bei meinem kleinen Fläumchen bin ich bei 45 cm angekommen und ich wollte euch jetzt auch nur mal diesen Zwischenstand zeigen, weil ich jetzt beim zweiten Knäuel Kichererbse bin und ich jetzt unabhängig von der Maschenzahl dann ab der sozusagen in der Hälfte angekommen bin von dem Material, was ich zu Hause habe. Und ja, die Farben gefallen mir immer noch super gut. Ich finde es einfach echt richtig schön, den Farbverlauf und muss jetzt aber mit einer kürzeren Maschenzahl als angegeben ist, fange ich sozusagen mit den Abnahmen wieder an
Und dann bin ich mal gespannt, ob mir das reicht von der Tiefe des Tuches. Ich kann ja zur Not immer noch hier nachher was anstricken. Vielleicht wieder mit einem anderen Kontrast, aber ich denke mal, es wird nicht nötig sein. Auch wenn ihr meinen Kopf jetzt gerade nicht seht, möchte ich euch zu guter Letzt noch diese schöne Jacke zeigen. Ich freue mich total, wie die hier über dem Brustbereich fällt. Das ist eine Herrenstrickjacke. Ich zeige euch gleich mal, wo die herkommt, woher die Inspiration kommt, wo die Anleitung her ist. Und die trage ich im Moment rauf und runter, wie ihr seht, die Knopflöcher sind etwas groß geworden. Die wunderschönen Knöpfe, die habe ich übrigens von Frau Wolle aus Berlin. Und ich habe hier ein großes Perlmuster gemacht, eins meiner Lieblingsmuster. Ja, und so sieht das Ganze aus. Und jetzt zeige ich euch einmal die Anleitung dazu. Ja, von der Firma Lana Grossa aus der Filati Classici. Das ist die Ausgabe 5. Ich weiß nicht, wie alt die ist. Hier steht drin mit klarem, clean, schick, stilvoll Punkten und die neuesten Stricktrends für Männer. Die ist uralt, diese Ausgabe. Die habe ich also bestimmt vor 15 Jahren gekauft. Und da sind wunderschöne Modelle drin, unter anderem dieses Modell, das heißt Oro. Und das ist die erste Jacke, die ich für meinen Mann gestrickt hatte. Und ja, damals war ich da ganz stolz drauf, ist mir ziemlich gut gelungen. Allerdings hängt die sich hier nicht ganz so aus wie bei mir. Es liegt vielleicht auch an der Wollqualität. Und genau, hier steht, der Cardigan setzt auf Retro-Schick, der sich über den Mustereinsatz und den modernen Farbton definiert. Ich sage euch jetzt einmal noch mal kurz, welche Wolle das im Original war. Und zwar, Moment. Genau, also so wie die Jacke heißt, so heißt auch die Wollqualität Oro, also Otto Richard Otto. Das sind 50% Baumwolle und 50% Wolle. Und bei der Lauflänge hat man auf 50 Gramm 115 Meter. Ja, also mir gefällt die total gut. Ich würde die super gerne nochmal stricken. Ich finde, dass das Grau, was ich jetzt genommen habe, dass man das auch gut zu Jeans kombinieren kann. Und ja, ich habe die so ein bisschen meinem Mann abgeschwatzt und geklaut diesen Winter. Ich hatte die ständig an. Und die ist relativ dünn, aber eben doch auch wärmend und geht gut über die Nieren. Und ja, so habe ich das erste Mal seine Jacke so ein bisschen mitgetragen. Die Ärmel sind mir ein bisschen lang, kriegt man aber auch super gut in den Wintermantel reingeknüdelt. Ja, und genau, ich habe ja noch ein bisschen eingekauft, deshalb gehe ich jetzt nochmal mit dem großen Wollkarton ans Licht. Ich möchte euch noch zeigen, welche schöne Rowan Felted Tweed Farben ich gekauft habe. Und ich zeige euch nochmal das Projekt. Ich bin ja hier an meinem Bücherregal. Und zwar ist es aus dem Buch Knitting Reimagined. Und ich wollte ja super gerne diesen Pullover stricken. Und ich wollte ihn in meinen Farben stricken. Und ihr wisst ja, dass der von der Passform, der ist nicht tailliert wie hier auf dem Foto, sondern der geht ganz gerade runter und ist also sehr weit und sehr, also ja, sieht wie ein Sack aus. Ich finde das halt hier, wie es fällt, total schön. Deshalb wollte ich meine Form gerne tailliert machen. Und ja, das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich hatte so Lust auf dieses Projekt und habe in einem ganz, ganz tollen Online-Shop
diese Wolle bestellt und ich muss dazu sagen, ich habe den Newsletter und es gibt wirklich unverschämt oft ganz, ganz viel Prozent auf die Wolle. Die Wolle braucht ein bisschen länger, bis sie bei einem ist. Also ich habe bestimmt, also mindestens 3 Wochen gewartet. Es können auch 5 gewesen sein, was für mich völlig in Ordnung ist. Aber wenn ihr mal auf die Webseite geht, den Link findet ihr natürlich auch unten. Meldet euch ruhig mal bei dem Newsletter an. Ich habe es so gemacht, ich habe den, der kommt also fast täglich, dieser Newsletter, und ich habe den dann einmal in meinen Spam-Ordner gepackt. Und das heißt, wenn ich Wolle kaufen möchte, dann gehe ich in meinen Spam-Ordner und gucke, ob es was bei dieser Firma gerade zu reißen gibt. Und ja, ich habe also wirklich für ein Appel und ein Ei diese Wolle bekommen. Und jetzt stelle ich euch mal mein Farbprojekt zu diesem Projekt vor. Viel Spaß! So, ihr Lieben, beeinflusst durch diesen tollen Online-Shop habe ich ein bisschen zugeschlagen. Und zwar, das hier ist auf dem Bild die Farbe Cinnamon. Die wäre mir jetzt persönlich zu hell gewesen für diese vielen bunten, schönen Kontraste. Das heißt, ich habe mich für ein richtiges dunkelgrau, anthrazitgrau, fast schon ein Schwarz entschieden. Das ist die Farbe Nummer 211. Und wer die Wolle noch nicht kennt, die Felted Tweed, die hat 50% Wolle, 25% Alpaka und 25% Viskose, made in Italy. Also, das wird hier meine Grundfarbe und diese beiden Farben fand ich am allerschönsten. Das ist so eine Art Aprikot, gemixt mit einem Braun. Ich hoffe, ihr seht es hier schön im Sonnenlicht, dass die Farben nicht verfälscht werden. Und ich wollte es gar nicht mal so bunt werden lassen, sondern ich werde mehrere Muster davon, so ein bisschen wie ich Lust habe, vor allem mit diesen beiden Farben stricken. Diese Grundfarbe, die habe ich direkt im 10er-Pack bestellt. Ich habe tatsächlich einmal wie sagt man? Also ich habe 50% auf alles bekommen und habe dementsprechend zugeschlagen, auch wenn ich es nicht ganz so bunt wollte, habe ich dann noch diese unterschiedlichen Lila- und Blautöne mir zur Ansicht bestellt. Das ist so ein richtig blasses Rosa. Und das finde ich, also mir war wichtig, dass ich richtige Kontraste habe. Die zum Beispiel könnte man zusammen verstricken. Die genauso, das hier ist ein wunderschönes Beige. Und ja, da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich diese 50% bekomme, dann werde ich da auf jeden Fall zuschlagen. Und es gibt in Berlin keinen Laden, wo ich Rayon bekomme. Und es war mir dann wichtig, dass ich eben diese vielen Farben auch einfach mal live sehen kann. Und hiermit komme ich aber bestimmt auch schon relativ weit. Ja, das ist mein Shopping-Erlebnis gewesen und ich bin da echt ganz schön glücklich drüber. Und mal sehen, wann es losgeht und wie es dann hier mit diesem tollen Polunder angeht. Noch ein kleiner Zusatz, also bevor ich euch nochmal die Wolle zeige, werdet ihr feststellen, das ist diesmal eine kürzere Folge. Es liegt einfach nur daran, ich hatte nicht viel Zeit, ich habe auch gefühlt wenig gestrickt und deshalb wollte ich es jetzt heute mal ein bisschen kürzer halten und gar nicht so viel und so lange über Sachen reden, die ihr schon kennt, die ich mit euch schon ausführlich besprochen habe. Und in diesem Sinne sage ich jetzt schon mal Tschüss und wünsche euch eine gute Zeit und viel Spaß bei euren Projekten. Und im Anhang habt ihr auch noch mal ein Bild von einem fertigen Deckenprojekt, was mich die letzten Tage über Instagram erreicht hat. Also ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen und ihr konntet die Zeit genießen und habt vielleicht ein bisschen Inspiration mitgebracht. Ich hoffe, ich habe jetzt mehr Zeit zum Stricken. Und freue mich dann, wenn ich wieder für euch aufnehmen kann. Bis ganz bald also, bleibt gesund und viel Spaß an den Nadeln.
Ciao.